Meine Herren, ich sage herzlichen Dank. Wir sind an der Basis, Olaf Opitz hat es gesagt. Wenn nicht hier, dann wo? Es ist ohne Frage die Herzkammer dieses politischen Aschermittwochs. Die CSU-Veranstaltung in Passau, geprägt durch Franz Josef Strauß und danach durch Edmund Stoiber. Vieles hat sich verändert. Auch die Location, früher war man in der, das muss man wohl so sagen, legendären Nibelungenhalle. Da waren es noch deutlich mehr Zuhörer. Die war zum Bersten geplatzt oder war bis zum Bersten gefüllt mit Menschen, bis zu 9.000, 10.000 waren möglicherweise da. Hier geht alles ein bisschen gesittet dazu in der Dreiländer, zwischen 4.000 und 5.000. Aber nichtsdestotrotz, es ist und bleibt die Herzkammer des politischen Aschermittwochs. Die CSU-Veranstaltungen hier auf der Bühne hat es jetzt auch begonnen. Ich begrüße sämtliche Ministerinnen, Minister, Staatssekretäre und Mandatsträger aus allen politischen Ebenen. Grüß Gott auch an alle Medienvertreter, die aus Passau berichten und damit unsere Region, unsere Heimat in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit rücken. Danke dafür. Einen ganz besonders herzlichen Willkommensgruß an den designierten Ministerpräsidenten und ich darf sagen, guten Freund Dr. Markus Söder mit seiner lieben Frau. Herzliches Grüß Gott hier in Passau. Lieber Markus, ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist und ich hoffe, dass du nun in München bald die Regierungsgeschäfte übernehmen kannst. Ich bin mir nämlich sicher, du wirst ein hervorragender Ministerpräsident. Obwohl bekannt ist der Blick in diese weiß-blau geschmückte, übervolle Dreiländerhalle immer wieder imposant und beeindruckend. Oft von den Polittheoretikern totgesagt, stelle ich fest, er lebt der politische Aschermittwoch der CSU. Er ist und bleibt der größte Stammtisch und das wird auch in Zukunft so sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Viele von Ihnen kommen seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten, immer wieder zum Aschermittwoch nach Passau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum? Natürlich, weil Sie Politik interessiert und weil Sie wissen, dass hier Klartext gesprochen wird. Da geht schon mal kräftig und auch deftig zur Sache, das wird sicher auch heute wieder so sein. Sie alle kommen aber auch, um herausragende Redner zu hören. In der Vergangenheit waren das natürlich unübertroffen Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber, ja alle waren sie schon hier. Und heute begrüßen wir mit Dr. Markus Söder wieder einen großartigen, brillanten Redner. Aber sind wir ehrlich, die Reden sind schön und gut, deswegen sind sie ja heute auch hier. Aber das Entscheidende ist etwas ganz anderes. Hier bei der CSU erlebt man Politiker, die eben nicht nur großartige Reden schwingen können, sondern vor allem eins tun. Sie handeln. Sie bringen den Nachweis, dass ihre Worte in erfolgreiche Politik umgesetzt wird. Über 60 Jahre. Man muss sich das mal vorstellen. Über 60 Jahre stellt die CSU den bayerischen Ministerpräsidenten. Von dieser erfolgreichen Politik hat gerade auch unser Passauer Land sehr stark profitiert. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wir hatten es nicht immer leicht. Der eiserne Vorhang war die wirtschaftliche Entwicklung enorm erschwert. Österreich war bis 1995 nicht EU-Mitglied. Aber dank unserer fleißigen, engagierten Menschen und bester politischer Rahmenbedingungen sind wir heute nicht mehr nur Aufsteigerregion, sondern wir sind Premiumregion. In
Da könnten die Niederbayern schon klatschen. Gell? In Niederbayern und bei uns im Passauer Land lässt es sich hervorragend leben. Das sollten wir uns gerade heuer im Jahr der Landtagswahlen wieder verstärkt ins Gedächtnis rufen. In diesem Zusammenhang möchte ich heute auch Danke sagen. Ich danke unserem Ministerpräsidenten, danke der Bayerischen Staatsregierung für die großartige Unterstützung. Mit zahlreichen Maßnahmen fließen Millionen in unsere Heimat. Wertvolle Investitionen, die unsere Region stetig weiter stärken. Ich denke hier vor allem an die Erweiterung der Universität Passau, den Neubau des Polizeigebäudes, den Neubau der JVA in Passau, die Ansiedlung der Zweigstelle der Landesanstalt für Landwirtschaft mit 200 Mitarbeitern in Ruhstorf an der Rott und die erhöhten Fördersätze bei den dringend notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen. Und es freut mich, dass ich heute gehört habe, dass auch die Grenzpolizei nach Passau kommen soll. Da freuen wir uns, lieber Markus Söder, nur so weiter. Aber ich möchte es aus aktuellem Anlass nicht versäumen, für die schnelle und unbürokratische Hilfe im Rahmen der verheerenden Sturmschäden zu danken. In nur wenigen Tagen wurde hier umfassend Hilfe geleistet. Das zeigt einmal mehr. Auch in der Katastrophe werden unsere Bürger nicht allein gelassen. Auf die bayerische Staatsregierung ist Verlass. Übrigens auch auf unser Forstamt, das im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Sturmschäden wirklich großartige Arbeit geleistet hat. All diese Maßnahmen zeigen eins: Die CSU tut Bayern gut und das soll auch so bleiben. Wir wollen hier keine Berliner Verhältnisse. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Stärkung des ländlichen Raums und diese muss weiter vorangetrieben werden. Dazu gehört eine entsprechende Infrastruktur. Schnelles Internet für alle, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber ich möchte hier nochmals ausdrücklich auf den dringlichen Ausbau des Mobilfunks hinweisen. Der muss massiv vorangetrieben werden. Darüber hinaus möchte ich den Ausbau der A94 und den sechsstreifigen Ausbau der A3 betonen. Wir brauchen diese infrastrukturellen Maßnahmen so schnell wie möglich. Ja, und wo wir schon bei der A3 sind, ich fordere hier ganz bestimmend die Verlegung der Grenzkontrollen. Jetzt muss Schluss sein mit Reden. Es muss jetzt gehandelt werden. Ich freue mich natürlich, dass im Koalitionsvertrag klare Aussagen zur Stärkung des ländlichen Raums gemacht worden sind, vor allem auch zur ärztlichen Versorgung. Wir brauchen die Sicherstellung einer guten medizinischen Versorgung für alle. Und ich bitte darum, sich mit Nachdruck dafür einzusetzen. Meine Damen und Herren, nochmals vielen Dank für den Besuch. Heute und übrigens gerne auch zu jeder anderen Zeit. Besuchen Sie doch unsere schöne Drei-Flüsse-Stadt Passau, den Bayerischen Wald, unsere wohltuende Thermenlandschaft mit Europas größtem Heilbad Bad Füssing oder auch Europas größtes Golfzentrum in Bad Griesbach. Sie sind aber nicht nur als Gäste gern gesehen. Das Passauer Land ist eine prosperierende Wirtschaftsregion. Und Investoren, ja, Investoren sind bei uns immer herzlich willkommen. In diesem Sinne freuen wir uns jetzt auf gewohnt großartige Reden mit starken und klaren Aussagen, die in eine erfolgreiche und verlässliche Politik münden. Die CSU tut Bayern gut. Das war die letzten 60 Jahre so, das ist heute so und das wird auch in Zukunft so sein. Vielen Dank. Dankeschön für die Grußworte an den CSU-Landtagsabgeordneten aus Passau, Walter Taubmeder. Meine Damen und Herren.
Herren, begrüßen Sie den Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union, Andreas Scheuer. Grüß Gott, liebe Aschermittwochsfreunde, liebe Fans aus nah und fern, liebe Freunde aus Bayern und von außerhalb Bayerns, liebe Gruppen, die aus unseren Nachbarländern zu uns gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott hier in der Dreiländerhalle in Passau, ein herzliches Grüß Gott in Niederbayern. Liebe Freunde, wir wissen es hoch zu schätzen, dass ihr euch Zeit nehmt für Politik. Das, liebe Freunde, ist nicht die Verlängerung von Karneval oder Fasching. Das ist das Fest der Demokratie und eine Großdemonstration für Politik. Und wer was anderes schreibt, der muss einfach mal hier dabei gewesen sein, um die Stimmung zu erleben und die Begeisterung für Politik und unsere Demokratie. Walter Taubmeder hat es schon gesagt. Leider hat sich unser Parteivorsitzender Horst Seehofer eine fiese Grippe eingefangen am Wochenende und kann deswegen nicht hier sein. Wir wünschen ihm alle gute Besserung und alles Gute. Lieber Horst, du schaust vom Zuhause aus zu. Wir machen das schon hier. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Und ich möchte auch einige beglückwünschen. Der Walter, der Obergentleman, hat ja schon allen zum Valentinstag gratuliert. Ich schließe mich natürlich an. Aber dass alle ihren Dienst tun an diesem Tag, möchte ich nochmal hervorheben, dass unser Polizeidirektor Schillinger heute seinen 50. Geburtstag mit uns feiert. Herr Schillinger, wir haben ein kleines Fest für Sie organisiert. Herzlichen Glückwunsch. Und das größte Geburtstagsgeschenk haben wir unseren stellvertretenden Generalsekretär Markus Blume gemacht. Der hat nämlich auch heute Geburtstag und der wird das Schlusswort reden. Das ist unsere Geste, dass du nochmal richtig durchziehen kannst, Markus, an deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Liebe Freunde, könnt ihr euch daran erinnern, genau vor einem Jahr gab es Leute, die die Besucher in Passau und in Vilshofen am liebsten einzeln abgezählt hätten. An die Adresse aller kritischen, zynischen, skeptischen, neidischen, gegnerischen, berlinerischen sei einfach gesagt, hier ist das Original und hier bleibt es auch, meine Damen und Herren. Eintagsfliegen gelten nicht. Wir kommen zum 66. Mal hier zusammen und die Hütte ist voll. Egal, was die SPD macht, meine Damen und Herren. Beim politischen Aschermittwoch der SPD letztes Jahr waren die Hauptredner der Kanzlerkandidat Martin Schulz und der österreichische Bundeskanzler Christian Kern. Klar ist nach nur einem Jahr, es hat sich ausgeschulzt und weggekernt. Deswegen eine Grußadresse an unsere österreichischen Freunde und herzlichen Glückwunsch an den Bundeskanzler der Republik Österreich, Sebastian Kurz. Damals bei der SPD war das Motto Zeit für mehr Gerechtigkeit. Dieses Motto hat jetzt Martin Schulz am eigenen Leib verspürt, wie seine Partei mit ihm umgeht.
Und deswegen wünschen wir für die Zeit nach seiner Rede beim politischen Aschermittwoch dem diesjährigen Redner Olaf Scholz alles Gute für seine weitere Karriere. Wenn er solche Parteifreunde hat, dann ist mir um seine Zukunft nicht bange, meine Damen und Herren. Liebe Freunde, als Bezirksvorsitzender der CSU Niederbayern sage ich einfach Danke bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Heimat. Sie haben aus Niederbayern was Großes gemacht. Die schöne Landschaft ist Gottes Geschenk. Der Rest ist harte Arbeit. Und wir haben verdammt hart gearbeitet und Niederbayern ist das Symbol des Aufstiegs. Wir sind schon längst nicht mehr Aufsteigerregion, sondern Premiumregion. Aber oben bleiben ist immer schwieriger, wie aufzuholen. Deswegen brauchen wir weiter diese harte Arbeit, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Niederbayern herzustellen. Nicht nur in den Städten und in den Ballungsräumen, sondern auch im ländlichen Raum. Walter Taubenmeder hat einige konkrete Maßnahmen gesagt, was wir brauchen. Was uns aber antreibt, ist, dass wir unsere Heimat gestalten wollen. Wir sind politischer Dienstleister. Und wir sagen Danke bei vielen loyalen und treuen Partnern. Gerade auch bei der Bayerischen Staatsregierung. Gute Infrastruktur ist der Garant dafür, dass wir im ländlichen Raum Top-Region geworden sind und dass wir es bleiben. Darüber hat Walter Taubenmeder ganz konkret gesprochen. Wir haben mit Wirtschaftsansiedlungen in den letzten Jahrzehnten dafür gesorgt, dass wir jetzt Vollbeschäftigung haben. Das heißt Chancen für jeden, der hier lebt. Durch die Wissenschaftseinrichtungen haben wir den jungen Menschen Zukunft gegeben. Und durch das ehrenamtliche Engagement halten wir einfach zusammen in Niederbayern. Und das ist einzigartig und dafür meinen herzlichen Dank an allen und für alle, die mitgeholfen haben an dieser Erfolgsgeschichte. Auch in diesem Jahr geht es wieder um alles. Im Oktober bei der Landtagswahl. Jetzt könnte man sagen, nüchterne Bilanz, kopfgesteuert, wirtschaftliche Rekorde, rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Wir haben die schwarze Null, solide Finanzen. Wir zahlen Schulden zurück für die nachfolgende Generation. Ein unglaublich wichtiges Pfund. Das ist einfach die Bilanz. Wie selbstverständlich mittlerweile in Bayern. Aber liebe Freunde, das ist nicht alles. Es ist weit mehr, was uns ausmacht. Seit über 60 Jahren stellt die CSU den bayerischen Ministerpräsidenten. Diese einzigartigen, stabilen politischen Verhältnisse haben neben dem Fleiß und dem starken Einsatzwillen der Bürgerinnen und Bürger Bayern ganz groß gemacht. Und vor allem seit Franz Josef Strauß gilt, dass wir uns den Respekt erarbeitet haben, der uns in die Lage versetzt, dass Bayern der Orientierungspunkt aller anderen in Deutschland ist. Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa unsere Zukunft. Und frei nach Strauß, notfalls müssen die Bayern die letzten Preußen sein. Ohne uns, ohne Franz Josef Strauß, wäre der Traum der Wiedervereinigung, der Einheit unserer Nation nicht zustande gekommen. Deswegen grüße ich alle Abordnungen aus den neuen Bundesländern. Wir sind eine Nation und das hat die CSU maßgeblich und federführend hier auch von diesem Pult aus immer eingefordert. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Und liebe Freunde, die CSU ist keine nur regionale Partei, sondern die CSU will zum einen Bayern sozial, Bayern bodenständig, Bayern modern, Bayern digital und Bayern einzigartig und besonders. Aber genauso wollen wir auch ein erfolgreiches Deutschland, ein soziales Deutschland, ein Land der Ideale und Werte, ein Deutschland mit einer Leitkultur und ein Deutschland, das ein wichtiger Partner in der Welt ist. Und diese Grundüberzeugungen hat uns Franz Josef Strauß auf einzigartige Weise mit auf den Weg gegeben. Und heute noch könnte jede Rede von Franz Josef Strauß
hier abgespielt werden, weil sie ist heute noch topaktuell. Und das ist das gute Signal des politischen Aschermittwochs, dass wir hier Politik machen, liebe Freunde, die weit über den Zeitgeist hinausreicht. Sigmar Gabriel sagte auf dem politischen Aschermittwoch der SPD, der Strauß ist der Letzte, den ich mir für meine Kinder als Vorbild vorstelle. Ich sage, unsere junge Generation tut gut daran, Franz Josef Strauß als Vorbild zu haben, denn er steht für Tradition und Fortschritt und er steht dafür, dass die Konservativen an der Spitze des Fortschritts stehen. Wir sind stolz auf Franz Josef Strauß und lassen uns ihn nicht madig machen, liebe Freunde. Ich begrüße unseren Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber. Lieber Edmund, du brennst tagtäglich für dein Bayern, für deine CSU. Und ich habe dich vorgestern angerufen, ob du zum politischen Aschermittwoch kommst. Das Telefonat hat 47,4 Minuten gedauert. Zu später Stunde. Du hast mir noch mal einige Botschaften mit auf den Weg gegeben. Aber genau so ist er. So kennen wir ihn und er ist der, der das Erbe von Franz Josef Strauß fortgeführt hat und die Weichen für das moderne Bayern gestellt hat, wovon wir heute noch profitieren. Ein schuldenfreies Bayern für die nächste Generation und in seiner Zeit ist klar geworden, dass jeder auf der Welt weiß, wo und wer Bayern ist. Und dafür unseren herzlichen Dank, lieber Edmund. Und jetzt hätte ich an dieser Stelle natürlich übergeleitet zu Horst Seehofer, weil er hat als Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident diese Bilanz vorzulegen, die wohl einzigartig ist. Und er schaut uns von zu Hause aus zu. Gute Besserung. Aber ganz persönlich sage ich, lieber Horst, ich bin einfach nur stolz. Stolz, dass ich miterleben durfte, wie du den Anspruch der CSU in jeder Sekunde von wochenlangen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen auf einzigartige Weise untermauert hast, nämlich unseren bundespolitischen Anspruch. Du bist der Großmeister der Verhandlung, der Träger des schwarzen Gürtels der Koalitionsverhandlungen. Und wenn auch so manche Sondierung, liebe Freunde, reduziert wurde auf das Balkonien von Jamaika und das Rein und Raus in Parteizentralen bei den Verhandlungen mit der SPD. Ich weiß als Generalsekretär der CSU, wie groß der Einsatz von Horst Seehofer war und ist. Immer mit der Maxime, als CSU glaubwürdig zu sein. In dem Zusammenhang möchte ich vor allem zwei danken, die ganz eng in diesen Stunden der Entscheidung mit dabei waren und die auch meine Zeugen für dieses positive Verhandeln von Horst Seehofer waren. Ich sage ganz persönlich Danke an meine Freunde Alexander Dobrindt und Markus Blume. Wir vier mit Horst Seehofer zusammen haben ganz hart verhandelt und sind in jeder Sekunde glaubwürdig geblieben im Sinne unserer Programme, meine Damen und Herren. Danke, lieber Horst, dass du dich erneut in den Dienst unseres Landes und deiner Partei stellst. Wenn der Mitgliederentscheid der SPD positiv ausgeht, dann wirst du Bundesminister.
Bundesminister für Recht und Gesetz, für Sicherheit und Ordnung, für Wohnen und Bauen, für Chancen und Zusammenhalt und für unsere Heimat. Und diese Herausforderung nimmst du an und ich sage ganz persönlich, vergelt's Gott dafür. Begrüßen Sie mit mir den angehenden bayerischen Ministerpräsidenten und unseren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2018, Markus Söder. Lieber Markus, wir freuen uns ganz intensiv auf deine Rede. Du kennst dieses Parkett als Generalsekretär der CSU, aber bist ein erfahrener Politiker und hast Bayern in verschiedenen Positionen aktiv gestaltet. Als Europaminister, als Umwelt- und Gesundheitsminister, du würdest sagen als Lebensminister. Und jetzt als Finanz- und Heimatminister. Das ist eine stolze Bilanz und du bist gut gerüstet. Aber was ich besonders daran schätze, ist, du brennst für Bayern. Du bist überzeugend, du sprichst Klartext, du gehst auf die Menschen zu und du kannst dir sicher sein, du hast ein großes Team um dich, mit dem wir gemeinsam für unsere Heimat Bayern Zukunft machen. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, uns allen, Erfolg bei dieser wichtigen Entscheidung am 14. Oktober 2018, bei der es um alles geht. Alles Gute. Liebe Freunde, wir haben in den vergangenen 4 Monaten mit allen großen Namen der deutschen Politik verhandelt. Mit Angela Merkel und Volker Kauder, mit Christian Lindner und Wolfgang Kubicki, mit Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, mit Andrea Nahles und Martin Schulz. Wir haben verhandelt, uns die Nächte um die Ohren geschlagen, in der Parlamentarischen Gesellschaft, im Konrad-Adenauer-Haus, im Willy-Brandt-Haus. Das ist ganz schlimm, da muss man nämlich immer an den Bildern von Marx und Engels vorbeigehen. Manchmal waren wir auch in der Bayerischen Landesvertretung, da hängen die Bilder von Franz Josef Strauß, das ist dann wieder erholend gewesen. Aber in Wirklichkeit, liebe Freunde, ist es am schönsten hier bei euch, weil dann weiß man, warum man Politik macht. Nicht in den zugigen Konferenzräumen, sondern hier in der Dreiländerhalle. Hier sind die, die unser Land gestalten. Hier sind die, die Leistung bringen und für die es sich lohnt, zu arbeiten. Und es waren harte Verhandlungen. Die Luft war oft bleihaltig, aber es ist ja bekannt, wir Bayern sind ein friedliebendes Volk. Wir suchen keinen Streit, aber gehen auch keinem Streit aus dem Weg. Und deswegen, haben wir uns auch durchgesetzt, lieber Alexander Dobrindt, als Vorsitzender der CSU-Landesgruppe. Stichwort Familiennachzug. Wir haben den Anspruch der subsidiär Schutzbedürftigen auf Familiennachzug im Deutschen Bundestag abgeschafft. Einfach abgeschafft. Und wir nehmen künftig aber aus humanitären Gründen ein Kontingent von 1.000 Familienangehörigen im Monat in Deutschland auf. Verrechnet mit der Gesamtzahl. In der Summe halten wir Wort. Denn es gibt kein Mehr an Zuwanderung, sondern wir steuern, ordnen und begrenzen die Zuwanderung. Das ist Politik der CSU und Wort halten. Und ich persönlich dachte, welche Prüfungen hält mein Parteivorsitzender denn noch für mich bereit? Bei Jamaika war es so, er hat mich in die Arbeitsgruppe Migration geschickt, zusammen mit Claudia Roth.
Und weil das nicht gereicht hat, hat er bei den Verhandlungen mit der SPD mich in dieselbe Arbeitsgruppe geschickt mit Ralf Stegner, liebe Freunde. Und ich kann euch sagen, die sind nicht nur am Fernsehschirm so, sondern die sind leider auch real so, wie sie darüber kommen, liebe Freunde. Der rote Ralle kann sich ja auch furchtbar ereifern. Ralf Stegner. Und er hat uns vorgeworfen, wir machen nur Politik hinsichtlich der Deutungshoheit über den Stammtischen. Ich sage, jawohl, das hat noch nie einem geschadet, dem Volk aufs Maul zu schauen und das zu machen, was wichtig ist und was die Menschen von uns einfordern. Wir als CSU haben nämlich diesen Seismographen-Stammtisch. Und liebe Freunde, wer sitzt denn am Stammtisch? Diejenigen, die hart arbeiten. Diejenigen, die ihre Kinder zu anständigen Menschen erziehen. Diejenigen, die ihre Steuern zahlen. Diejenigen, die dieses Land am Laufen halten. Menschen wie du und ich, die sitzen am Stammtisch. Was ist das nur für eine Arbeiterpartei, die derart arrogant von oben auf die normalen Menschen herabschaut? Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die in Bayern nur noch bei 15% liegen und im Bund sind sie am besten Weg, auch das Projekt 15 in Angriff zu nehmen. Ich sage, liebe Freunde, lieber die Lufthoheit über den Stammtischen als Befehlsempfänger von linken Spinnern wie Ralf Stegner zu sein, liebe Freunde. Wir hatten, als es um den Familiennachzug ging, bei den Jamaika-Verhandlungen Unterstützung von der FDP. Aber die FDP hat ja leider einen Vorsitzenden, der ist meist im Davonlaufen. Schon als FDP-Generalsekretär hat er die Flucht ergriffen, um seinen Ruf als Hoffnungsträger nicht zu beschädigen. Und im November ist er im entscheidenden Moment aufgestanden und gegangen, weil ihm sein Image wichtiger war. Dabei muss man sich schon mal zu Gemüte führen, was die FDP mit uns alles verhandelt hat. Die schnelle Abschaffung des Soli, Steuererleichterungen für die kleinen und mittleren Einkommen, ein modernes Zuwanderungsrecht für Fachkräfte, ein milliardenschweres Bildungspaket und viel, viel mehr. All das hätten wir vereinbart mit der FDP. Wenn man in der Politik etwas bewegen will, dann reicht es nicht, sich cool und werbewirksam beim Rasieren im Unterhemd fotografieren zu lassen. Wenn man das alles den Menschen verspricht und es dann auch haben kann, dann hat man auch die verdammte Pflicht, das auch zu machen, liebe Freunde. Darum geht es in der Politik. Nicht um besser wissen, sondern ums besser machen. Für wen ist die Politik eigentlich da? Doch für die Menschen und nicht für die Eigenheiten eines Parteivorsitzenden wie Christian Lindner. Die FDP ist im November zur fahnenflüchtigen Partei Deutschlands geworden. Und wer so unverantwortlich handelt, der braucht bei der Landtagswahl in Bayern eigentlich gar nicht erst antreten, liebe Freunde. Die FDP hat sich bei Jamaika als Partei herausgestellt, die ihm viel verspricht und dann nichts macht daraus. Es hat aber bei Jamaika eine Partei gegeben, die viel verspricht und das Gegenteil davon macht. Ich meine die Grünen. Sie heißen ja neuerdings nicht Realos und Fundis, sondern Flexis. Ökologisch ist heutzutage offenbar biegsam wie ein Grashalm in Wind zu sein. Sie wollten eine Obergrenze verhindern und haben die Zahl von 200.000 doch akzeptiert. Sie wollten den Familiennachzug erlauben und haben das weitere Aussetzen geschluckt. Sie wollen die Steuern für Besserverdienende erhöhen und haben stattdessen
der Soli-Abschaffung zugestimmt. Liebe Freunde, die drehen sich schneller wie jedes Windrad in Deutschland. Da wird einem ganz schwindlig. Es fehlt nur noch, dass die Grünen jetzt aufrufen zum Kauf von bayerischen Dieselautos und Essen von Schweinshaxen und Leberkassemmen. Tofu predigen, aber dann schnell an die Futter- und Fleischtöpfe kommen. Das sind die Grünen, liebe Freunde. Wir haben in den letzten Monaten viel erlebt. Es hat eine Partei gegeben, die konnte, aber wollte nicht. Es hat eine Partei gegeben, die wollte, aber konnte am Ende nicht. Und dann haben wir es noch mit einer Partei zu tun, die noch nicht so recht weiß, ob sie können oder vor allem, ob sie wollen soll. Das ist die selbstzerfleischende Partei Deutschlands, SPD. In der Wahlnacht haben sie gesagt, wir gehen in die Opposition. Am Tag des Scheiterns von Jamaika haben sie gesagt, wir bleiben in der Opposition. Kurz darauf haben sie gesagt, wir reden mit der Union. Dann haben sie gesagt, wir reden, aber nicht über eine Koalition. Als nächster Schritt haben sie gesagt, wir reden, aber ob eine Koalition verhandelt wird, entscheidet der Parteitag. Und jetzt müssen wir wieder auf die Sozialdemokraten warten. Und wir haben zwar verhandelt, aber jetzt müssen noch die Jusos überzeugt werden. Liebe Freunde, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Das würde Karl Valentin dazu sagen. Wisst, liebe Freunde, der Sozi ist eigentlich grundsätzlich nicht dumm. Er hat nur viel Pech beim Nachdenken. Als Martin Schulz vor ein paar Tagen angekündigt hat, den Parteivorsitz an Andrea Nahles zu übergeben, hat der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil von einem logischen Schritt gesprochen. Aha, so schaut Logik bei der SPD aus. Zuerst hat Sigmar Gabriel das Amt an Martin Schulz übergeben. Dann hat Martin Schulz an Andrea Nahles übergeben. Dazwischen ist noch Olaf Scholz. Dafür wollte Martin Schulz ins Außenministerium. Nun darf Martin Schulz nicht ins Außenministerium. Stattdessen übernimmt wahrscheinlich wieder das Außenministerium Sigmar Gabriel. Und der neue Draußenminister ist Martin Schulz. Liebe Freunde, da geht es drunter und drüber, da kann einem Angst und Bange werden, vor allem um die Entscheidung, dass Deutschland eine stabile Bundesregierung braucht. Aber Genossen, das ist ja einmal die Vergangenheit von Genießen. Deswegen müssen wir noch ein paar Tage Geduld haben. Liebe Freunde, an dieser Stelle hat sich Horst Seehofer eines vorgenommen. Er hat nämlich bei der Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag Martin Schulz eine Grundbotschaft gegeben und gesagt, wessen Handschrift diese Koalitionsergebnisse tragen, lieber Martin, das spare ich mir bis zum politischen Aschermittwoch auf. Abgesprochen mit Horst Seehofer sage ich, lieber Martin, es ist jetzt soweit. In unserem Bayernplan steht nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge jährlich. Was ist das Mittel einer Spanne von 180 bis 220.000? Ralf Stegner schafft diese Rechnung nicht, aber ihr alle. In unserem Bayernplan steht Abschaffung des Soli. Wir starten jetzt mit 90% Abschaffung für die Soli-Zahler. In unserem Bayernplan steht 25 Euro mehr Kindergeld pro Kind pro Jahr. Wir führen diese Erhöhung in zwei Schritten ein. In unserem Bayernplan steht, wir führen ein Baukindergeld von 1.200 Euro pro Kind und Jahr ein, damit sich auch wieder normale Familien die eigenen Verwände leisten können. Das steht im Koalitionsvertrag genauso, wie dass wir die Kinder nicht für die Pflegekosten ihrer Eltern mehr heranziehen. In unserem Bayernplan steht 15.000 zusätzliche Polizisten. Das steht auch
im Koalitionsvertrag. Und in unserem Koalitionsvertrag steht übrigens auch, dass wir die Flexibilität am Arbeitsmarkt erhalten und die sachgrundlose Befristung eben nicht abschaffen, sondern nur die Missbräuche bekämpfen wollen. Die Liste könnte ich beliebig verlängern. Klar ist, das ist die Handschrift der CSU. Liebe Freunde, wir haben jetzt über Wochen auf breiter Front verhandelt. Und ich bedanke mich bei allen. Stellvertretend für die parlamentarischen Ebenen sage ich Alexander Dobrindt für die Landesgruppe, Manfred Weber und Angelika Niebler für die Europäer in unserer Partei und Thomas Kreuzer für die Landtagskollegen, vor allem auch die Mitglieder der Staatsregierung. Wir waren bei den Koalitionsverhandlungen, liebe Freunde, das SEK Vernunft, denn wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes, liebe Freunde. Und dieses Sondereinsatzkommando hat es an vielen, vielen Stellen bedurft, um einen ordentlichen Koalitionsvertrag zu verhandeln. Und damit danke ich allen, die mitverhandelt haben, liebe Freunde. Es war schon schön, denn unser Team kennt die Laufwege des anderen und wir können Abwehrbollwerk gegen linke Phantasten. Wir können kontrollierte Offensive bei geduldigen und nachhaltigen Vertreten unserer Anliegen und wir können Angriff ohne Wenn und Aber. Und deswegen wollen wir jetzt durchstarten, wenn der Mitgliederentscheid der SPD positiv ausgeht. Und ich hoffe darauf, weil Deutschland und die Bürgerinnen und Bürger brauchen eine stabile Bundesregierung und eine funktionsfähige Koalition. Und ich kann jeden Unmut verstehen, wo die Bürger gesagt haben, Mensch, jetzt verhandelt schon wieder so lang. Aber trotzdem, liebe Freunde, geht es bei 177 Seiten Koalitionsvertrag ans Eingemachte. Und da muss auch jeder Satz passen. Deswegen, wir haben in den Koalitionsverhandlungen unsere Linie bestimmt, haben glaubwürdig verhandelt. Und was wir durchgesetzt haben, das macht Sinn. Und was wir verhindert haben, wäre grober Unsinn gewesen. Deswegen, die CSU wird auch in der Regierungszeit die Partei des gesunden Menschenverstandes sein. Liebe Freunde, trotzdem haben die Bürgerinnen und Bürger Sorgen und große Herausforderungen. Die Menschen spüren das Ende von Gewissheiten. Globalisierung, Digitalisierung, Migrationsströme, Terror, Brexit und manche Probleme in der Europäischen Union, beunruhigende Konflikte und Kriege in der Welt. Und all das sorgt bei den Menschen für Verunsicherung. Deswegen ist es wichtig, dass wir als politische Kraft CSU aus Bayern heraus Halt geben und mit maximaler Kraft unsere Inhalte umsetzen wollen. Deswegen freut es mich, dass Markus Söder heute viele grundlegende Themen ansprechen wird und seinen Zukunftsplan für Bayern. Beim Umgang mit den Herausforderungen der Migration, bei der Verbesserung der Lebenssituation der Menschen im ländlichen Raum, bei der Verbindung von wirtschaftlicher Dynamik und sozialem Ausgleich. Und dafür steht die Christlich-Soziale Union. Nicht nur in Bayern, sondern in Berlin und Brüssel. Und liebe Freunde, es ist eine richtige Entscheidung, dass Horst Seehofer erneut unserer Partei und unserem Land und unserer Partei Dienst tut, eine Mission hat. Die oberste Aufgabe des Staates ist es, für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen. Immer im Grundprinzip von Leben und Leben lassen. Aber wir wollen auch starke Bürger, wenn es um die wirtschaftliche Betätigung geht. Und diese starken Bürger haben Anspruch, dass es auch einen starken Staat gibt. Sicherheit ist ein Megabedürfnis der Menschen. Sicherheit ist kein Luxusartikel. Sicherheit ist ein soziales Grundrecht. Sicherheit ist die Voraussetzung für freies Leben. Und die Menschen müssen sich auf den Staat verlassen können. Unser Auftrag ist doch, nicht nur ein Recht zu haben, sondern das Recht auch durchzusetzen. Und schon im Kleinen fängt es an, bei der Alltagskriminalität, bei den Wohnungseinbrüchen. Es ist schon bezeichnend, liebe Freunde, dass die SPD bei den Koalitionsverhandlungen
hier die Worte Null Toleranz nicht akzeptieren wollte. Da frage ich mich schon, für wen machen wir eigentlich Politik? Auch in diesem super Innenministerium ist Bauen, Wohnen, Leben und Heimat. Es ist schon bemerkenswert, welche Reflexe es bei diesem Begriff Heimat von linker Seite gibt. Was für ein Unsinn. Heimat bedeutet doch nicht Spaltung. Heimat bedeutet Zusammenhalt. Heimat ist das Widerlager zur Globalisierung, der Resonanzboden der Verhältnisse in der Welt. Manchmal schwingt dieser Resonanzboden mit, wenn die Dinge in Bewegung geraten. Und manchmal federt er vieles ab. Und deswegen gibt Heimat Halt in bewegten Zeiten. Liebe Freunde, ich rufe euch auf, und Alexander Dobrindt hat mit seinen Gedanken schon den Weg dazu bereitet in der Klausurtagung im Kloster Sion. Ich rufe euch auf zu einer geistig-gesellschaftlichen Wiedervereinigung. Und das kann nur das bürgerliche Lager stemmen, weil der Geist ist nicht links, sondern der Geist ist im Bürgertum, liebe Freunde. Wir brauchen eine Heimat, wo Leistung zählt, wo Solidarität zählt, auf die man bauen kann. Heimat ist aber auch vor allem Identität. Man muss wissen, wo man herkommt. Dann erst kann man sich ausgestalten, wo man hin will. Tradition und Fortschritt, Laptop und Lederhose, Touchpad und Trachtenanker war immer das Erfolgsgeheimnis der CSU. Identität statt Wischiwaschi und Multikulti. Für uns stehen die Leistungsträger im Mittelpunkt und nicht die Transferleistungsempfänger, liebe Freunde. Und für uns steht die Nachbarschaftshilfe im Vordergrund und nicht nur die internationale Solidarität. Wir haben gigantische Erfolge, vor allem bei der Strukturpolitik. Und wir wollen, dass unsere Menschen die besten Lebensbedingungen vor Ort haben. Dass wir die Arbeit zu den Menschen bringen, dass wir die Schulen erhalten und die medizinische Versorgung sichern. Und Edmund Stoiber hat mit seiner schlauen Strukturpolitik Maßstäbe gesetzt, vor allem im ländlichen Raum, mit Fachhochschulen, mit Wissenschaftsstandorten und vielem mehr. Wir wollen, dass die Existenzgrundlagen der bäuerlichen Landwirtschaft erhalten werden, weil sie prägt unseren ländlichen Raum. Und die Bäuerinnen und Bauern dürfen nicht verhöhnt werden und in Kampagnen niedergemacht werden und verunglimpft werden, sondern die Bauern sind die Leistungsträger des ländlichen Lebens, liebe Freunde. Das Erfolgsgeheimnis Bayern ist nicht Zentralisierung, wie es die SPD in den 70er Jahren noch haben wollte, sondern Dezentralisierung, weil wir auf die Stärke der Menschen vertrauen. Und deswegen wollen wir gemeinsam die Landtagswahl gewinnen. Über 60 Jahre stellen wir den bayerischen Ministerpräsidenten und Bayern steht einzigartig da. Bayern besonders, CSU pur. Und deswegen wollen wir an dieser Kontinuität anknüpfen. Und deswegen wünschen wir Markus Söder alles Gute bei dieser harten Wahlkampfauseinandersetzung. Wir wünschen dir alles Gute mit deinem Team, wir dein Team, damit wir wieder mit klaren Verhältnissen den Einfluss geltend machen in Berlin, in Brüssel und auf der Welt, der so einzigartig ist und der Bayern so groß gemacht hat. Bayern besonders, CSU pur, Gott mit dir, der Land der Bayern. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, der Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union, Andreas Scheuer.